hundertjähriges Jubiläum. Am 1. August 1890 nämlich wurde Helgoland deutsch. Der nun folgende Bericht von Dieter Bub über den Roten Fels im Meer erzählt von der wechselhaften Geschichte der Insel und fragt nach der Faszination und der symbolischen Bedeutung Helgolands für die Deutschen. Den ersten Augenblick schien mir Helgoland wie ausgestorben. Ich fühlte mich sehr verwaist. Und doch tat mir die Einsamkeit bald recht wohl. Ich freute mich, dass ich nach den unruhigen Tagen wieder einmal auch mir gehören durfte. Wenn ich dann so wandelte, einsam auf der Klippe, nichts als Meer und Himmel und mich sah, da ward mir so eigen zumute. Ich musste dichten. Und wenn ich es auch nicht gewollt hätte. Deutschland, Deutschland, über alles. Über alles in der Welt. Wenn es stets zu Schutz und Trutze brüderlich zusammenhält. Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt. Deutschland. Deutschland über alles. Über alles in der Welt. Deutsche Frauen und deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang sollen in der Welt behalten ihren alten, schönen Klang, uns zu edler Tat begeistern, unser ganzes Leben lang. Deutsche Frauen und deutsche Treue, deutscher Wein und deutscher Sang. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach sollen alle streben, brüderlich, mit Herz und Hand, Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterpfand. Blühe im Glanze dieses Glückes. Blühe, deutsches Vaterland. Hoffmann von Fallersleben schrieb am 26. August 1841 hier auf den Helgoländer Klippen sein Lied der Deutschen, das dann später zur Musik von Joseph Haydns Kaiserquartett die Nationalhymne werden sollte. Die Helgoländer ehrten Fallersleben mit einem Denkmal. Denn er hat den Roten Fels im Meer neben der Wartburg und dem Hambacher Schloss zu einem Symbol der Deutschen gemacht. Jahr der deutschen Vereinigung 1990 feiern die Helgoländer ihre 100-jährige Zugehörigkeit zu Deutschland, die sie Kaiser Wilhelm verdanken. Der Kaiser hatte durch den sogenannten Sansibar-Vertrag mit den Engländern ein Stück des heutigen Namibia gegen die Felseninsel in der Nordsee eingetauscht. Nicht etwa aus Zuneigung zu den Nordfriesen, sondern aus militärstrategischen Gründen. Helgoland erschien ihm als geeigneter Stützpunkt für seine Pläne, die Vorherrschaft Großbritanniens auf dem Wasser zu brechen. Helgoland mit einer Größe von 0,9 Quadratkilometern und 0,7 Quadratkilometern Düne mit 1500 Einwohnern galt bis zur Christianisierung im 8. Jahrhundert als heidnische Kultstätte. In seiner wechselvollen Geschichte wurde es von Dänemark, danach von Schleswig-Gottorf, dann ab 1714 wieder von Dänemark und schließlich ab 1807 von England beherrscht. Zur Zeit der Kontinentalsperre gegen Napoleon war die Insel der bedeutendste Warenumschlagplatz in Nordeuropa. Mitten in der stürmischen Nordsee war Helgoland in den vergangenen Jahrhunderten Zufluchtsstätte, Lager, Handelsplatz und Trutzburg. Und es war die Heimat eines kleinen Volkes, das sich bis heute zu den Friesen rechnet. Mit eigenen Sitten, Bräuchen und mit einer eigenen Sprache. Altbürgermeister Rickmers ist ein Insulaner, der damit zufrieden ist, was die Helgoländer in den schweren Jahren der Evakuierung und des Wiederaufbaus geleistet haben. Viele Freunde im In- und Ausland hätten dabei geholfen.
En dat het niet te leer zal lunnen zijn, zijn de natuurlijke dat hier lunnen iedereen, die let lunnen weer opgewerken is. Das Leben der Helgoländer wurde von jeher von der See geprägt. Wer hier in diesem unwirtlichen Klima leben und überleben wollte, musste den Stürmen und dem Meer trotzen. Ein Kampf mit der Natur, der die Gesichter und die Charaktere der Menschen geprägt hat. Entlegen, abgeschnitten von der Welt, fühlte man sich dabei keineswegs. Es gab vielfältige Kontakte zum Kontinent. Zum Beispiel ist man auch heute noch auf die Waren vom Festland angewiesen. Dass dabei die freie See zum ungesetzlichen Handel geradezu einlud, wer wollte es den Insulanern verdenken? Der Geschichtsforscher freilich weist solche Verdächtigungen weit von sich. Also wir fühlen uns nicht als Freibeuter und auch nicht als Seeräuber. Also das, glaube ich, ist ein bisschen übertrieben. Die Helgoländer sind genauso Menschen wie alle anderen. Sie sind in erster Linie waren sie Fischer und haben ihr Leben hier gelebt. Aber sie haben sich auch nicht um einen Störtebeker gekümmert. Sie haben gesagt, was, wenn der Mann hier liegen will mit seinem Schiff, lass ihn doch liegen. Und er hat ab und zu auch mal was abgeliefert. Und dafür war man dankbar, denn Helgoland war sehr weit weg vom Festland. Und die, also mit Gütern waren sie nicht gesegnet. Klaus Störtebeker und seine Vitalienbrüder jedenfalls waren um 1400 willkommen, fanden Unterschlupf gegen entsprechendes Salär und kontrollierten von hier aus die Seehandelswege der Nordsee. Doch 1402 besiegten die Hamburger Kaufleute Störtebeker in einer Schlacht vor Helgoland, brachten ihn in die Hansestadt und richteten ihn hin. Die wilden Stürme der Nordsee bescherten den Helgoländern immer wieder reiche Beute. Vollbeladene Handelsschiffe zerschellten an den tückischen Felsklippen. Auch wenn die Besatzung gerettet wurde, gehörte die Fracht den Insulanern. Die Stürme auf der Nordsee vor Helgoland haben Hunderte von Seeleuten und Fischern das Leben gekostet. Ein Schiff in Seenot, das war früher eine fast hoffnungslose Situation. Bis am 29. Mai 1865 in Kiel die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger gegründet wurde. In den Anfangsjahren wurden noch Fischerboote eingesetzt, dann folgten spezielle Ruder- und Segelrettungsboote. Für die Bergung Schiffbrüchiger von Land aus wurde eine spezielle Rakete entwickelt, mit der von einer Abschussrampe eine Leine auf das havarierte Schiff geschossen werden konnte. An dieser Leine wurde ein dickes Seil befestigt, das als Halterung für eine Hosenboje diente. So war es selbst bei schwerer See möglich, die Besatzung von Bord zu holen. Erst 1911 wurde das erste Motorrettungsboot eingesetzt. Heute ist auf Helgoland ein moderner Seenotrettungskreuzer stationiert. Die Fischerei war neben der Jagd auf Seevögel über Jahrhunderte die wichtigste Nahrungsquelle der Helgoländer. Früher einmal füllten große Heringsschwärme die Netze. Rund um das Felseneiland tummelten sich Makrelen, Plattfische und Katzenhaie. Schon im 17. Jahrhundert wurde der Hummer zur gewinnbringenden Delikatesse, der ans Festland verkauft wurde. Einst zu Zehntausenden in Hummerkörben gefangen und angelandet, ist der Bestand inzwischen auf ein paar hundert Stück zusammengeschrumpft. Das Meer, verseucht von den Abwässern aus Elbe, Rhein und Weser, von verklapptem und verbranntem Gift, ist immer mehr verödet. Nicht mehr Hummer und Fisch, sondern Touristen sind heute wichtigste Einnahmequelle für die Helgoländer. Seit den 60er Jahren kommen sie in der Saison täglich wieder zu Tausenden aus Cuxhaven, Bremerhaven, von den Seebädern und Inseln, genießen das Abenteuer einer kleinen Seefahrt und eine frische Brise. Die meisten verlassen Helgoland abends wieder. Thank you.
Auf der Suche nach neuen Erwerbsquellen hatte Jakob Andresen Siemens 1826 das Seebad Helgoland gegründet. Es war, wie sich schnell herausstellte, eine einträgliche Quelle. Kurbäder waren in Mode gekommen und keines konnte sich solch exponierter Lage rühmen wie Helgoland. Hierher zu kommen, glich einer Expedition, einem Abenteuer, das vielen der feinen, beherzten Herrschaften aus bürgerlichen und adligen Kreisen besonders prickelnd schien. Die Insel profitierte und expandierte. Elegante Kuranlagen wurden gebaut und stattliche, repräsentative Häuser. Und hatte Helgoland einst Seeräubern wie Störtebeker Schutz gewährt, so wurde die Insel nun unter englischer Herrschaft Zufluchtsstätte für politisch Verfolgte wie Hoffmann von Fallersleben. Wie könnte ich deinen vergessen? Ich weiß, was du mir bist. Wenn auch die Welt ihr Liebstes. Und Bestes bald vergisst. Ich sing es hell und ruf es laut. Mein Vaterland ist meine Braut. Nicht nur Fallersleben, beseelt von der Sehnsucht nach einem einig deutschen Vaterland, kam. Auch Heinrich Heine reiste nach Norderney und Helgoland und schrieb hier seine Nordseebilder. Die hohe Einfachheit der Natur, wie sie mich hier umgibt, zähmt und erhebt mich zu gleicher Zeit, und zwar in stärkerem Grade als jemals eine andere erhabene Umgebung. Franz Liszt kam Ende August 1849 mit der Großherzogin von Weimar und Tochter Cosima nach Helgoland. Wo wir in der Gesellschaft der dort gleichgesinnten anwesenden Freunde fröhliche Wochen verbrachten. Vormittags arbeitete Liszt an der italienischen Oper Sada Napal nach Byron, nachmittags wurde musiziert und abends gewöhnlich Whist gespielt. Im Januar 1893 hatte August Strindberg seine zweite Ehefrau Frieda Uhl kennengelernt. Im Mai haben sie auf Helgoland geheiratet. Jetzt ist der Himmel hoch, der Wind lau. Fühle einmal, wie er schmeichelt. Dies ist Leben. Ja, jetzt lebe ich. Eben jetzt. Und ich fühle, wie mein Ich sich weitet, sich ausdehnt, auseinanderfließt, unendlich wird. Im August 1901 reist Franz Kafka von Prag aus in den Norden nach Helgoland. Er will Schule und Elternhaus für eine Weile weit hinter sich lassen. Ich, der ich meistens unselbstständig war, habe ein unendliches Verlangen nach Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Freiheit nach allen Seiten. Doch Helgoland war auch über Jahrzehnte Ziel berühmter Schauspieler wie Josef Kainz. Die Frau des britischen Gouverneurs, Auguste Rudloff, war vor ihrer Ehe Schauspielerin an der Wiener Burg gewesen und begründete eine ungewöhnliche Theatertradition für Gäste und Einheimische. Heinrich Gätke war Maler, als er nach Helgoland kam. Nach einer Affäre mit einem einheimischen Mädchen durfte er die Insel nicht mehr verlassen. So widmete er sich fortan der Ornithologie und gründete die spätere Vogelwarte Helgoland, die bis in die Gegenwart zu einer bedeutenden Forschungsstation werden sollte. Helgoland ist für Millionen Zugvögel Zwischenstation und Rastplatz. Hier gewinnt man wichtige Erkenntnisse über die Geheimnisse des Vogelzuges. Zu Helgolands Sehenswürdigkeiten gehört der Lummenfelsen, Heimat von tausenden Möwen, die an der steil abfallenden Felsküste nisten. Doch die Idylle trügt. Die Zerstörung der Umwelt durch die Schmutzfracht der Flüsse, durch die Verseuchung des Meeres mit Gift, Plastik und Öl zeigt sich auch hier draußen auf hoher See. Im Hafenbecken von Helgoland verendet eine Möwe mit ölverseuchtem Gefieder. Helgoland ist mit seiner Vogelwarte und seiner biologischen Anstalt zu einem Seismographen für die atemberaubende Geschwindigkeit der Meeresverschmutzung geworden.
Aber Seine Majestät Kaiser Wilhelm II. Blieb vor 100 Jahren unbeeindruckt von der einzigartigen Natur Helgolands. Expansions- und machtpolitische Aspekte waren ihm wichtiger. Indem ich aber schon jetzt für mich und meine Nachfolger feierlich und für alle Zeiten von Helgoland und dessen Zubehörungen Besitz ergreife, vertraue ich dem bewährten Sinne aller Helgoländer, die von jetzt an Deutsche sein wollen, dass sie mir und dem Vaterlande in unverbrüchlicher Treue zugetan sein werden. Mit dem Anschluss an das Deutsche Kaiserreich begann für die Insulaner eine über 6 Jahrzehnte dauernde Schreckenszeit. Denn das bedeutete den Ausbau zum Militärstützpunkt und 1914 eine 4 Jahre dauernde Evakuierung der Bevölkerung. Das bedeutete auch 1914 einen Seekrieg, bei dem die Kreuzer Köln, Ariadne und Mainz versenkt wurden. Die Nationalsozialisten stationierten vor Helgoland U-Boote und auf der Insel Soldaten mit Küstenflakartillerie. Am 2. April 1939 besuchte Adolf Hitler Helgoland mit dem Gedanken, hier einen riesigen Flottenstützpunkt zu bauen. Neben Hitler der ungarische Reichsverweser Horthy. Die Folgen der Militarisierung waren der Luftangriff vom 18. April 1945 und die zweite Evakuierung der Bevölkerung. Mit der Sprengung der Munitionsdepots am 18. April 1947, so wird vermutet, sollte Helgoland ins Meer versenkt werden. Die Insel wurde zum Übungsziel für britische Bombengeschwader. Was blieb, war eine Kraterlandschaft. In den Ruinen suchten die Fischer nach Spuren ihrer Angehörigen. Unten im Fels allerdings, in 17 Metern Tiefe, hatten die Gänge und Kammern eines weitverzweigten Bunkersystems die Detonationen überstanden. Überlebensräume, die während der Kuba-Krise noch einmal instand gesetzt wurden. So tief saß bei den Helgoländern die Angst vor dem nächsten Krieg. Die Bunker blieben. Unwiederbringlich verloren dagegen war das alte Helgoland. Diese Insel mit ihrem einzigartigen Charakter, diesem Ort mit seinem auf der Welt einzigartigen Flair. Nicht ein einziges Gebäude hatte das Inferno überstanden. Helgoland wurde neu aufgebaut. Zur Jahreswende 1950-51 kamen 2 Studenten auf die Insel und hissten auf dem Leuchtturm die Europafahne. Anschließend wurden Minen und Bomben geräumt. Am 1. März 1952 ist die Insel offiziell an ihre Bewohner zurückgegeben worden. Viele Überlebende, die in der Zwischenzeit auf dem Festland einquartiert waren, kehrten zurück. Die Geschichte Helgolands als Militärfestung scheint für immer beendet.
In der Zeit neuer Waffensysteme und der Konfrontation zwischen Ost und West hatte die Insel ihre strategische Bedeutung verloren. Die Zukunft gehört dem Fremdenverkehr. Helgoland ist zum Anziehungspunkt für Tagesausflügler und Urlauber geworden, die in der Sommersaison täglich mit einer kleinen Flotte von Seebäderschiffen übers Meer kommen und von den Börtebooten empfangen werden. Die Seereise hat nichts von ihrem Reiz verloren. Das Naturdenkmal Helgoland wirkt auf Tausende noch immer wie ein Magnet. Doch zunächst einmal lockt die Insel als zollfreies Einkaufsparadies. Kaum einen, den angesichts billiger Angebote der Kaufrausch nicht überfiele. Vieles ist billig. Alkohol, Zigaretten, Parfum, Butter und Käse. Manches ist preiswert. Fotoapparate und Textilien. Helgoland als ein felsiges Butterschiff, als ein Schnapsdorado. Oh, das will ich nicht unbedingt sagen. Das ist so ein Jargon. Man will uns dazu abstempeln, zu einer Kühlinsel oder sowas. Es wird hier selbstverständlich sehr viel Schnaps gekauft. Aber das hat mit den Helgoländern überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Geschäftsimage, was ich eigentlich nicht so gut finde. Wir haben viel mehr zu bieten als Schnaps. Geld verdient wird auch mit Souvenirs, mit unverwechselbar maritimem Charakter. Passend für jede Schrankwand in deutschen Wohnzimmern. Ganz gleich, ob im bayerischen oder im thüringischen Wald, an Rhein und Spree, in der Pfalz und in Mecklenburg. Hallo, 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 der Sommer steht im Wind, wenn's umgeben, wenn's blieb, will wohl nicht die feine Lund und sens in reinen Tee. Und Folklore gibt es für die Kurgäste, die neben einer frischen Brise und deftiger Kost noch typisch Helgoländisches suchen. Lieder von der Waterkant und Sänger mit Schiffermütze. Das Klischee einer ehemals lebendigen Volksmusik ist heute nur noch Unterhaltung für Touristen. Am schönsten ist Helgoland dann, wenn die Massen die Insel wieder verlassen haben, wenn schwarze Wolken über die Insel fliegen, wenn Sturm aufkommt und ein paar Zurückgebliebene einen Platz finden, um den berühmten Eierkrog zu genießen. Aber in diesem Sommer stehen Helgoland noch stürmische Tage bevor. Trotz der bitteren Erfahrung der Helgoländer mit der deutschen Geschichte 1890 und 1950 soll des Kaisers Wilhelm gedacht werden, der vor 100 Jahren die Insel im politischen Schachzug gegen ein kleines Stück Afrika erwarb und den Deutschen zum Geschenk machte. 100 Jahre Helgoland deutsch. Sind damit die Helgoländer aber zu Deutschen geworden?
Ja, wir sind Helgoländer und selbstverständlich, wir sind 100 Jahre deutsch und wir haben uns ja auch an das Deutsch schon angepasst, aber wir sind in erster Linie Helgoländer und dann Deutsche. Wir haben auch unsere Pflicht getan, wie sich das gehört, als deutsche Staatsbürger. Und wir werden ja auch von Deutschland zur Kasse gebeten. Also das Finanzamt kassiert auch ganz schön auf Helgoland. Ich glaube, früher sind die Helgoländer mal unabhängig gewesen. Aber damals lebte man noch fast ausschließlich auf und um Helgoland. Und in der helgoländischen Sprache gibt es auch keine Bezeichnung für Helgoland. Das ist einfach unser Land, dem wir uns verbunden fühlen, um jeden Preis, möchte ich mal sagen, auch heute noch. Und deswegen können wir auch vom Herzen und wohl auch mit Recht sagen, wir sind und fühlen uns als Helgoländer. Eingebunden, das ist immer so, in das Schicksal größerer Gemeinschaften. Ihren Stolz haben Sie sich bis heute bewahrt und die Erinnerungen an Ihre Geschichte als Seeleute, Fischer und Strandräuber. Sie kennen die Einzigartigkeit Ihrer Insel, den Reiz und die Schönheit Helgolands. Und Sie wünschen sich insgeheim, dass die glanzvollen Zeiten wiederkehren, in denen Komponisten, Gelehrte und Dichter wie einst Hoffmann von Fallersleben den roten Fels im Meer entdecken und ihm Bilder, Lieder und Gedichte widmen. Das Eiland lag mit Dunkelheit umzogen, im Leuchtturm spärlich nur erhellt. Still waren nun des Meeres Wind und Wogen. Gestorben schien die weite Welt. O Nacht der Tränen, Nacht der herben Schmerzen. Wie könnte ich je vergessen dein? Die Lust der Liebe nahmst du meinem Herzen und ließest mir der Sehnsucht peinlich.